Good morning, 47. Your destination is the Himipan Luxury Hotel Resort on the Chao Phraya River, just outside Bangkok. Your main target is Jordan Cross, the lead singer of The Class, a renowned indie rock outfit recording their highly anticipated sophomore album. But this millennial poster boy harbors a dark secret. 1 year ago, promising young actress Hannah Highmore fell to her death from Cross's penthouse loft in Dumbo, New York. According to the police, Miss Highmore's death was a tragic accident, but her parents remain unconvinced. They firmly believe that Cross murdered Hannah and only escaped justice due to the power and influence of his father, billionaire media mogul Thomas Cross. A secondary target, Ken Morgan, corporate fixer and attorney to the Cross family, is also staying at the hotel. Cunning and unscrupulous, Morgan was a key agent in the cover-up of Hannah Highmore's murder and Jordan Cross's subsequent acquittal. The Highmores understandably want retribution, and while the system may be powerless, ICA is anything but. I will leave you to prepare. Welcome to Bangkok, 47. Ken Morgan has booked the Queen Suite, but has yet to check in. You will find him in and around the restaurant. Oddly enough, Jordan Cross seems completely unaware of his presence. Cross and The Class have set up a recording studio in the Emperor's Suite on the third floor. Private security around Cross and his entourage is highly capable. Still, I'm sure you can find your way into his inner circle. After all, today is Jordan Cross's 27th birthday. The age when rock stars die. Good luck, 47. Vielen Dank und hallo und herzlich willkommen, Leute, zu Hitman. Neue Mission, neues Glück. Vielleicht werden wir es mal schaffen, ohne Unschuldige zu töten, ohne dass es überhaupt irgendwie eskaliert. Vielleicht schaffen wir es ja mal. Ich würde sagen, wir schalten zuerst diesen alten Typen aus, weil... Oder alter Typ, keine Ahnung. Der im Restaurant chillt, weil ich glaube, das ist easier als der andere Dude. Moin. Da oben ist eine Gelegenheit. Ich würde sagen, wir gehen da mal hoch oder versuchen mal hochzukommen. Wir folgen der Gelegenheit. Let's go. Wir machen das. Wir müssen uns jetzt wahrscheinlich dann als Drummer, also der Drummer von der Band, also der Schlagzeugtyp halt, müssen wir uns jetzt dann, ach Digga, wieso labern die jetzt? Müssen wir verkleiden und dann spielen wir mal ein paar geile Beats. Ah, okay, das ist der Drummer. Wir müssen uns jetzt nur als den verkleiden, weil der geht jetzt da rein. Ah, okay. Tut mir leid. Kommen wir hier rein? Ah, das sind die Fahrstuhl. Ah, wir brauchen eine Code. Karte. Wo geht er jetzt hin? Geht er wieder rein? Okay, wie schaffen wir es dort reinzukommen? Wir brauchen diese Codekarte, aber von wo kriegen wir die wohl? Können wir hier noch weiter nach oben? Wir haben keine Codekarte. Scheiße. Ach, vielleicht können wir die beim Hotel unten holen. Ich glaube, das ist nämlich so eine Keycard für die Tür. Ich glaube nicht, dass es speziell ist oder so. Vielleicht haben wir Glück. Ja. Ich hatte recht, es ging. Kann ich die Karte jetzt nehmen? Hallo? Ah. Zimmer 205. Ah, die kann ich mir auch immer ansprechen. Okay, wir gehen jetzt mal in unser Zimmer und dann gucken wir mal, ob wir uns vielleicht über den Balkon vielleicht zum anderen Zeugs rein schleusen können. Wobei, können wir jetzt auch hier rein? Eigentlich ja schon, oder? Nee, scheinbar die... Ah, doch. Ah, nee. Okay, ist das hier Zimmer 105? Ja, das passt ja. Alter, ist das Luxusproblem. Sieht uns da unten jemand? Aber vielleicht können wir hier runter. Hello there! Okay. Wie er einfach unten steht, als ob das doch ein Scherz. Ist er weg? Nee, also nicht hier, das folgt nicht. Wir müssen einfach uns unten reinschleichen, dann können wir uns vielleicht verstecken oder so. Weil ein Kollege hat mir auch gesagt, dass es geht, dass man... Oder dass man ein Achievement bekommt, wenn man nur die Hitman-Verkleidung hat. Und das versuchen wir auch. Zählt der eigentlich als unschuldige Person, wenn wir den jetzt dann töten, sage ich mal. Können wir nicht loslassen jetzt? Ah, da drüben ist ein Rohr, ich weiß was, warte mal. Wir müssen hier ans Rohr und dann runtersliden. Genau, jetzt rüber. Alter, seine Finger, das sieht unnormal aus. Kletter mal nur runter, wir rutschen mal nicht. Welcher Hotelgast macht das denn eigentlich? Und dann gehen wir... Nein, nicht... Oh mein Gott. Ich will hier... Hallo? Ich will hier rüber. Oh fuck. Scheiße, nein. Ja, ich gehe weg. Er sieht mich, glaube ich, noch. Ja. Okay, warte mal. Wir müssen kurz laden. So, Leute, ich habe jetzt hier gerade nochmal abgespeichert. Bier öffne. Wieso ist das denn ein verbotenes Objekt, wenn es hier rumliegt, Alter? Macht ja gar keinen Sinn.
Guck mal, hier ist ein Mini-Kühlschrank, Alter. Das wäre auch richtig geil. Hier so ein Mini-Kühlschrank, Alter. Das wäre geil. Okay, er ist gerade weg. Das Problem ist, da unten ist ja noch eine Wache, haben wir gemerkt. Vielleicht können wir, schaffen wir es, wenn wir jetzt nicht auffallen. Vielleicht können wir hier hinten rein, dann können wir da hinten in dem Raum chillen. Vielleicht kommt er dann in den Raum rein und dann, ja, wäre das cool. So. Oh, die Tür ist so geil. Wir können einfach eine Münze hier rüber werfen. Aber von wo wollen wir dann überwältigen? Wird das klappen, wenn wir uns hier hinter dem Sofa hervorschleichen? So, Leute, ich habe jetzt nochmal gespeichert. Dann werden wir das ganz kurz ausprobieren, wenn er da wiederkommt. Und dann... Ja, so, du bist jetzt auf dem Balkon, aber Chillpose eingenommen. Okay, wir schmeißen nochmal einen hier vorne hin. Wir locken ihn so ein bisschen. Ach, fuck, wie machen wir das aber? Guckt er sich auch wieder weg? Ja, es klappt! Boah, Alter, mein Herz. Am Pumpen. Ja, fuck, aber wo verstecken wir den? Keine Ahnung, Alter, einfach irgendwie hier. Okay, die anderen, erkennen die mich jetzt aber noch? Ja, aber hey, chillig, wir gehen jetzt einfach hier hinten raus. Okay, jetzt müssen wir hoch, scheinbar. Oder ins andere... Ah, ne, wir müssen ins andere Gebäude zuerst, okay. Stimmt, aber jetzt machen wir das nicht mit dem Hitman-Outfit. Aber wir machen so das... Alter, was ist denn hier passiert? Okay, wir müssen jetzt Schlagzeug für ein Spiel. Dann schleißen wir einfach so einen Stick an den Kopf und dann ist er tot. Okay, mal gucken, ob das Ganze gut kommt. Oh, let's go. Jetzt geht's ab, Alter. Also, wenn das so drauf hätte, also... Date, Alter. Nein, Spaß. Okay, dann gehen wir mal und ja, gucken wir mal, was der Abend noch so bringt. Digga, folgen die Typen jetzt sonst? Wir könnten ihn schubsen. Das ist jetzt dumm gelaufen, Alter. Oh, fuck, Alter, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Tja, das ist halt sehr dumm gelaufen, Brudi. Jetzt müssen wir nur noch den anderen irgendwie holen. Der chillt ja unten in der Lounge. Ich weiß nicht, ob wir das wieder die normale Hotel-Dings anziehen sollen. Ich glaube schon, ich glaube, es ist besser. Deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder in unser Zimmer. Der liegt immer noch hier. Die Giftspritze. Das ist auffällig, oder? So, und zwar haben wir hier so eine Kiste. Die... Ach, wir haben das Gift schon. Och, Digga, ich bin jetzt extra runtergerannt, Alter. Wir können jetzt kurz gucken, ob er immer beim gleichen Gericht etwas nimmt. Weil wenn ja, dann könnten wir einfach etwas gezielt vergiften. Nee, er nimmt immer anderes. Ich weiß nicht, wir können jetzt einfach auf Random machen und ihm irgendwas in den Kopf schmeißen und dann ist er tot, beziehungsweise das tödliche Gift reinlassen. Oder wir machen das in der nächsten Folge. Aber ich nehme jetzt hier 50 Minuten auf. Ich laufe die ganze Zeit dem hinterher und höre ihm zu. Aber aus irgendeinem Grund passiert nichts. Ich kriege auch keine Gelegenheiten. Ich glaube, wir lassen das mal so und verschieben das aufs nächste Mal und gucken mal, was wir machen müssen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.